Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es wie versprochen um das Zubehör, was ich an meinem E-Bike verbaut habe. Ihr habt gesehen, die Fahrt hierher war ziemlich abenteuerlich. Durch den Sturm in den vergangenen Tagen hat es den ein oder anderen Baum entwurzelt. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also starten wir mit dem Video. Viel Spaß! Ja, starten wir mit dem kleinsten Zubehör, die Klingel. Sie funktioniert einwandfrei. Reicht vollkommen aus. Ich habe bewusst diese Klingel gewählt, weil sie vom Formfaktor wenig aufträgt, aber trotzdem das tut, was sie soll. Sie kostet 5 Euro knapp bei Amazon. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, das war die Klingel. Ja, hier meine Vivotec Frontscheinwerfer. Auch bei Amazon. Zurzeit ist er nicht verfügbar. Warum? Keine Ahnung. Ich habe versucht, ihn woanders aufzuspüren, aber irgendwie führen alle Links in den Amazon-Shop, wo er, wie gesagt, derzeit nicht verfügbar ist, leider. Er hat eine relativ hohe Leistung, bringt 2400 Lumen. Messen kann ich das nicht, auf mangels Messgerät. Es sind zwei LEDs verbaut, wie ihr sehen könnt. Das Licht lässt sich in 3 Stufen regeln. Wird auch in der höchsten Stufe relativ warm. Dann ist ein Chip verbaut, was ja, bei einem Wärmestau oder wenn es dann zu warm wird, dann regelt sich das Licht automatisch runter. Dabei ist ein oder befeuert wird das Licht mit einem 8,4 Volt Akkupack mit 8500 mAh. Ja, die Laufzeit ist etwa 4 Stunden, je nachdem welche Helligkeit man wählt. Es ist relativ robust, das Aluminiumgehäuse. Ja, ihr habt es gesehen im letzten Video. Die Lichtstärke, die Helligkeit und die Lichtausbeute ist wirklich grandios. Den Akku habe ich hier in der Tasche. Ist relativ groß, aber lässt sich hier in der Tasche wunderbar verstauen. Was bei der Tasche auch toll ist, man lässt sich hier lässt sich ein Kabel rein bzw. rausführen. Ja, zum Licht möchte ich einzeln loswerden, was mir nicht so gut gefällt. Und zwar in der Mitte sind jeweils Öffnungen, also es sind Löcher. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mit dem Licht oder der LED passiert, wenn da ja, zum einen Feuchtigkeit eindringt oder Schmutz. Ja, man kann es nicht auseinanderbauen, denke ich so einfach. Also wie gesagt, das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Aber ansonsten von der Lichtausbeute und von der Helligkeit wirklich einwandfrei. Ja, hier nochmal kurz zur Tasche von Roswheel. Kostet keine 10 Euro bei Amazon, ist wasserdicht. Das Beste daran, hier oben lässt sich das Handy reinspannen oder reinlegen. Hier ist so eine kleine Tasche, wo man das Handy reinschieben kann. Hier lässt sich allerhand unterbringen. Hier zum Beispiel der Akku von dem Frontscheinwerfer, wie eben beschrieben. Ja, lässt sich wunderbar befestigen. Bei meinem alten Fahrrad hat es hier oben an der Lenkstange dran. Ja, Möglichkeiten gibt es viele. Ja, hier mein Rücklicht, auch LED-Rücklicht mit dem Namen Excellent Global, ebenfalls bei Amazon gekauft. Es ist ziemlich hell, lässt sich in 3 Stufen schalten, hat etwa 100 Lumen, die hellste Stufe. Es gibt 6 Modi. 3 Städte-Modi, Standard, Hoch, Overdrive-Modus, ja, heißt Overdrive-Modus ist halt die hellste Stufe. Dann gibt es 3 blinkende Modi. Lässt sich mit USB, Micro-USB aufladen. Es ist ein 3,7 Volt, 500 mAh Akku verbaut. Etwa 2 Stunden dauert eine komplette Ladung. Das Ding ist wasserdicht und kostet 10 Euro bei Amazon. Ja, ich mach's mal an. Kleinste Stufe, mittlere Stufe, hellste Stufe. Ist auch von der Form her ziemlich kompakt, was mir gefallen hat. Lässt sich ganz easy montieren. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Lässt sich auch in dem Winkel noch verstellen. Ich habe es natürlich jetzt festgeschraubt. Ja, alles gut. Erfüllt seinen Zweck bestens. Ja, ich möchte euch noch kurz verraten, wo wir uns hier befinden. Im Hintergrund seht ihr das geisige Grubenhäuschen. Hier wurde früher Bergbau betrieben. Ja, allzu viel möchte ich jetzt nicht darüber erzählen. Das wäre ein Thema für sich. Aber wie ich finde, schöne Ecke hier.
besonders im Sommer sicherlich ein idyllisches Plätzchen. Ja, machen wir auf der anderen Seite weiter. Hier das Schloss, das Zahlenschloss, 5 Stellen. Die Halterung ist mit dabei, lässt sich hier mit dem Knopf entriegeln, damit man es nach oben rausnehmen kann. Die Länge von dem Schloss beträgt 1,80 Meter, ist ausreichend. Kann man gegebenenfalls auch mehrere Fahrräder auf einmal befestigen. Ja, benötigt habe ich es bis jetzt noch nicht. Aber ich denke, dass es seinen Zweck ganz gut erfüllen wird. Ja, nochmal kurz zum Schloss. Wie gesagt, es ist 180 cm lang. Ist sehr flexibel. Es sind Drahtseile innen verdreht. Der Durchmesser ist 1,2 cm. Ja, ist schon extrem robust. Es besteht ein Jahr Garantie. Es wiegt 630 Gramm. Ja, alles dabei, was man braucht. Bedienungsanleitung, das Schloss selbst, die Halterung und sogar ein Aufbewahrungsbeutel. Naja, ob man den braucht. Es kostet knapp 15 Euro bei Amazon. Und unten in der Beschreibung, wie gesagt, alle Links zu meinen Zubehörprodukten. Dann hier hinten Getränkehalter. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Gut, die Position ist vielleicht etwas unglücklich, denn wenn ich Getränke dabei habe und es ist ja, ein bisschen dreckig wie jetzt oder nass, dann ist natürlich die ganze Flasche, sieht dann dementsprechend aus. Aber durch den Rahmen, durch den Akku ist es schwierig, diese Halterung woanders anzubringen. Deshalb ist das eigentlich der bestmögliche Platz. Dann habt ihr es vielleicht gesehen, hier oben ganz neu, eine kleine Actioncam. Es ist keine GoPro, sondern ein GoPro-Klon. Welche das ist, was sie kann, erkläre ich euch in einem anderen Video. Jetzt wollte ich erstmal das Zubehör erklären, was unmittelbar mit dem Fahrrad zu tun hat. Ja, so viel zum Thema Zubehör. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst es mich wissen. Werde ich gerne beantworten. Im nächsten Video behandeln wir das Thema Kleidung, Handschuhe, Helm, Hose, Trikot, Schuhe, alles was dazugehört. Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.